Heute öffnen wir eine Woche Free Packs auf diesem Kanal von meinem Account, machen auch die Showdown-Belohnung und sprechen noch ein bisschen generell über die Belohnung in MyTeam und was sonst noch so in der Community passiert ist, wenn noch etwas Zeit übrig bleibt. Erstes Pack, Gems of the Game Challenge, glaube ich, diese Week 1, Part 3, was auch immer. Gab einen Goldspieler, alles unsellable natürlich und dann ging ich rein in die Power Search. Ich weiß nicht, wie sortiert das ist, ich habe die Clips jetzt einfach hintereinander weggehauen. Das sind die Packs, die man sich in den Agendas erspielen konnte. DJ Augustine, der Ruby, das ist eigentlich kein schlechter Pull. Ist halt ein scheiß Spieler, weil er als Point Guard viel zu klein ist, aber gut, nehmen wir mit. Ich habe dann gestern mein Auktionshaus so ein bisschen aufgeräumt und dachte halt, dass ich DJ Augustine verkaufen kann, war aber Sharif Abdulrahim, dem ich Badges gegeben hatte. Musste mir einen neuen kaufen ohne Badges, GG's in den Chat. Aber gut, ziehen dann in einem weiteren Pack nur einen Smaragd-Spieler, bringt alles nichts, ist halt ganz gut, um die Collection aufzustocken. Spieler kann man einloggen, ganz kurz, weil ich eine Frage bekommen habe zum Spieler einloggen. Loggt nur die Spieler ein, die unsellable sind. Das sind die Spiele, die dann in eure Sammlungszählung gehen. Und die könnt ihr dann eintauschen quasi für die Belohnung für die Sammlerstufe. Das war gerade kein Free Pack, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müsste das Deluxe Pack für 15.000 VC gewesen sein. Zwei Spieler garantiert aus der Collection. Josh Childress, Hawks-Legende, glaube ich, hat man ein bisschen in der NBA gespielt. Aber der hat echt eine sehr, sehr gute Karte. Über den Pull bin ich recht zufrieden gewesen. Für Salary Cap, falls ich das irgendwann nochmal spiele. Oder eben für... Ja, eigentlich auch für so. Also der kann online auch mithalten, genauso wie Bruce Bowen oder wie Robert Covington oder wie der gute Jim Clemens. Ihr kennt ihn. So, Deluxe Pack für 3-Point Royalty. Hubert Davids, glaube ich, heißt der Kollege. Auch nichts Besonderes. Defense zu schwach. Diese 3-Point Royalty-Spieler haben generell, die können alle werfen, das ist toll. Aber die haben zu viele Schwächen. Das war ja der Drop irgendwie nach einer Woche oder so am Dienstag. Glenn Rice ist da noch okay, aber unbezahlbar, zumindest für No-Money-Spend-Spieler. Ich bin aktuell auch noch No-Money-Spend, abgesehen davon, dass ich die Vorbesteller-VC und die VC aus dem Season Pass Hall of Fame habe. Da ist Bruce Bowen, den habe ich da gezogen. Das war ein kleiner Spoiler. Juckt aber nicht. Da waren nochmal Hidden Gems am Start. Die habe ich durch irgendwelche Challenges oder so bekommen. Wird wahrscheinlich auch nichts Geiles drin sein. Man merkt schon, die Belohnungen sind genau wie letzte Woche echt bescheiden. Wir gucken dann später mal am Ende vom Video, wie das aussieht mit den Showdown-Belohnungen. Für was ich mich entschieden habe, man hat da ja die Wahl zwischen MT, das wäre ja langweilig, und dann eben Sellable Rewards, das ist dann ein bisschen weniger, oder Unsellable Rewards, dafür hast du ein bisschen mehr. Letzte Woche hatten wir die Unsellable Rewards genommen, war ganz okay, aber wie gesagt, kommen wir später zu. Das ist das Deluxe Pack für die 3-Point Royalty, auch hier wieder 15.000 VC verbrannt. Die Spieler sind im Auktionshaus auch nicht viel wert. So, jetzt kommen wir zu der Collection von gestern. Ein Free Pack bekommt jeder. Ein garantiertes Deluxe Pack bekommt jeder. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, geht in eure Pack-Warteschlange und holt euch den Spieler bzw. das Pack ab. Hier habe ich einen Saphir-Spieler bekommen, den ich dann auch schon doppelt hatte. Da ist wahrscheinlich bei den Clips in der Reihenfolge was schief gegangen. Ja, das wird jetzt hier nämlich genau der gleiche nochmal sein. Jawohl, gut, das ist jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass die jetzt direkt hintereinander sind. Kleiner Fehler am Rande, ich habe dieses Wochenende leider nicht so viel Zeit. Kind ist wieder am Zahnen, schläft nicht, braucht Aufmerksamkeit. Alles ein bisschen stressig. Deswegen am Freitag auch kein Stream da gewesen. Ich gucke, ob ich den am Wochenende noch irgendwie nachholen kann. Haltet die Augen offen. May ist ein Ruby Hidden Gem. Da dachte ich erstmal so, geil, Hidden Gem Ruby wird gut sein. Hab nachgeguckt, mir gefällt die Defense nicht. Mir gefällt die Defense nicht. Ich werde die nicht spielen. Nächstes Pack wieder hier für Deluxe von der neuen Ironclad. Ja, und das war genau mein Free Pack. Hier war dieser Smaragd-Spieler, McKee, glaube ich, hieß der. Bekommen den Coach noch doppelt, hauen ihn aufs Auktionshaus. Und jetzt kommen wir zu den Showdown-Belohnungen. 20.000 MT oder eben die Rewards in Sellable oder Unsellable. Diese Woche entscheide ich mich für die verkaufbaren Belohnungen. Ich hatte das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass unten links dieser Fortschritt
irgendwann bei 7 von 7 hängen geblieben ist. Ich habe bei Ty Debo gesehen, dass er 15 mögliche Siege da holen konnte. Liegt das an der Stufe, die man erreicht hat, dass es irgendwann nicht mehr höher geht? Weil ein anderer Kollege hatte das gleiche Problem wie ich. Schreibt es mal in die Kommentare. Erstes Pack, direkt ein Ruby, Tyrese Halliburton. Ich kann die jetzt halt verkaufen, das ist ganz nice. Da kann man sich ein paar MTs zurückholen. Die Frage ist, kommen wir insgesamt über 20.000 MT von dem, was wir ziehen? Weil sonst hätte man die MTs mitnehmen können. Drittes Pack ist ein Smaragd Darius Garland. Ich glaube, das sind hier nur 6 Packs, die wir bekommen. Series 1 Deluxe ist jetzt auch nicht so geil. Cade Cunningham. Da muss man fast schon nach den Badges gucken, ne? Ob die geil sind. Wieder ein Ruby. Oh, 2 Spieler. Jimmy Butler ist dabei. Sehr, sehr gut. Kriegt man bestimmt für 2, vielleicht sogar 3K MT weg. Weiß ich nicht. DeMar DeRozan. Und dann kommen wir schon zu den Gems of the Game. 84 Plus Pack. Es ist ein Saphir. Und es ist JJ Redick, den habe ich für 5.000 aufs Auktionshaus gestellt. Ging nicht weg beim ersten Mal, mal gucken, ob es beim zweiten Mal klappt. Dann ein Danny Chase, den habe ich auch draufgestellt für 3.000. Ging auch nicht weg, mal gucken, wie viel MT ich dafür bekomme. Dann noch ein Brent Berry, den habe ich noch nicht verkauft. Der könnte eventuell in Salary Cap interessant sein, wegen seinem guten Dreier. Defense ist sehr schwach. Und jetzt kommen ganz, ganz viele langweilige Packs. Und die Zeit würde ich gerne nutzen für einen kleinen Talk, was gestern so in der Community abging. Es kam ja wieder raus, dass Leute im Auktionshaus verarscht wurden. 2K hatte ja, bevor das Spiel dann wirklich rauskam, auf die Frage, ob Snipen erlaubt sein wird, geantwortet, yo, Snipen wird erlaubt sein, ist sogar willkommen und ja, wird nicht gehandhabt, dass das irgendwie ja, mit Bans oder was auch immer bestraft wird. Jetzt war es gestern so, dass jemand von den Leuten auf Twitter, der auch einen YouTube-Kanal hat, der sich mit Sniping und Auktionshaus beschäftigt, einen Dwight Howard und einen Chris Paul, glaube ich, für 100k gesniped hat. Und für einen der Spieler wurde die Auktion gecancelt, das heißt ungültig erklärt. Spricht dafür, dass Sniping wohl doch nicht so erlaubt ist. Wurde dann aber später nach einem ganz großen Aufschrei in der Community geklärt, 2K hat geantwortet. Das wird gerade gerückt. Snipen ist immer noch erwünscht und erlaubt. Und das ist einfach ein Fehler vom System. Solange die Leute nicht gebannt werden, ist das für mich okay. Solange Lösungen gefunden werden, ist das für mich in Ordnung. Aber sowas sollte in erster Stelle schon einfach nicht passieren. Das ist genau die Sorge, die ich hatte, als ich gesehen habe, dass ein System das Ganze überprüfen soll. Das sind meine Packs gewesen, Leute. Nicht erfolgreich gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen, vielen Dank für den Support. Schaut nach dem Stream heute oder morgen Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen.